Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ich zeige euch hier jetzt einmal, wie wir bei der Husqvarna, das ist jetzt das Modell 545 RXT, der Tiger-Unkraut-Kralle montiert. Als erstes muss man das bestehende Werkzeug runterbauen. In dem Fall ist jetzt hier der Fadenkopf montiert. Kann auch ein Messer sein, das ist eigentlich prinzipiell egal. Ihr braucht ja bloß die Originalmutter, wo dabei ist beim Freischneider. Dann braucht ihr ein Werkzeug zum Blockieren für ins Getriebe. Das wird bloß hier beim Loch reingesteckt, ein Dorn oder Schraubzeug oder Imbusschlüssel oder das, was original dabei ist. Dann das einfach runterdrehen, das ist ein Linksgewinde. In dem Fall ist, wie gesagt, der Fadenkopf. Dann nehmt ihr die Unkrautkralle aus der Verpackung. Der wird bloß hier drauf gesetzt. Der ist passend für 25, 4 und 20 mm Bohrung, deswegen ist das da so abgesetzt. Das passt hier genau drauf und zentriert sich auch. Dann kommt die mitgelieferte Scheibe. Wenn sie nicht drauf passt, gibt manche, die haben größere wie in dem Fall, dann kann man es aber auch weglassen. Die Mutter ist groß genug, die hat auch einen Bund, den man sie so drauf schrauben kann. Wenn es jetzt da nichts gibt, kann man natürlich auch eine andere Scheibe verwenden, aber dabei ist jetzt nur die, wo die meisten Sensen haben. Bei größeren, in dem Fall, kann man es jetzt weglassen. Dann wieder fixieren mit dem Werkzeug, dass es nicht wegdreht. Und dann dreht es ja so zu, wie es das normale Gewinde sonst aufdreht, weil es ja ein Linksgewinde ist. Da könnt ihr so einen Kerzenschlüssel verwenden, der passt genau, oder entsprechend einen Ringschlüssel oder Ratsche vom Werkzeugkasten geht auch. Einfach gescheit festdrehen. Fertig, nur mal schauen, ob es richtig zentriert ist und alles passt. Und dann werden bloß die Büschel eingesetzt. Das heißt hier drücken, reinstecken und die andere Seite das gleiche auch drücken, einfach reinsetzen. Fertig. Und schon ist das Gerät einsatzbereit. Wichtig ist, einen Schutz dran lassen. Am besten auch den Schutz, wo man zusätzlich hat für die Fäden, weil dann habt ihr einen möglichst großen Schutz, dass ihr da nichts rankriegt. Ganz wichtig, einen Gesichtsschutz aufsetzen. Also ich empfehle euch Gesichts-Gehörschutz-Kombination mit, wo wichtig einen Gehörschutz auch hat, weil die Geräte sind ja laut. Und am besten ist sowas mit so einer Polycarbonatscheibe, also so Kunststoffscheibe, weil durch einen Dorn kann was durchkommen und durch die Scheibe, also das Gitter, und durch die Scheibe nicht. Also verwendet es am besten eine Schutzscheibe. Da haben wir eine sehr gute von 3M oder von Oregon. Also als Kombination mit Gehör- und Gesichtsschutz und Drehverstellung. Die würde ich auf jeden Fall aufsetzen zur eigenen Sicherheit, weil es schleudert ja doch einmal was weg, weil es rotiert ja ziemlich schnell. Und schon ist das Gerät einsatzfertig. So. Im Anschluss von den Videos findet ihr dann den ganzen Link, wenn ihr die Sense braucht, wenn ihr den Kopf braucht oder anderes. Verlinken wir euch im Anschluss auch, könnt ihr die Sachen auch bestellen. Ihr könnt natürlich auch bei uns im Geschäft vorbeikommen und die Sachen anschauen und hier kaufen vor Ort. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich besucht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, macht es ja gefällt mir, abonniert es mich. Wir haben jetzt auch wieder das Video mit der Ausschreibung für die kostenlosen Preise für unsere Abonnenten. Würde mich freuen, wenn es da zahlreich mitmacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.